Das Leben ist, so sprach einst ein sehr kluger Mann, nur ein großes, buntes, einziges Spiel. Ich weiß nicht, ist da wirklich was Wahres dran? Denn hier bei mir passiert ja nicht so viel. Urmel, soll ich dir helfen? Ich verstehe nämlich was von Knoten. Aber nicht von dem. Ein Knallerknüller. Was für ein Knoten? Urmel, wenn wir nach einem Besuch am frühen Morgen gewesen wäre, hätte ich dir Bescheid gesagt. Oh, da ist aber jemand heute Morgen mit dem linken Flügel zuerst aus dem Nest aufgestanden. Urmel, was willst du eigentlich? Was hast du her verloren? Du kannst nicht flägen. Nein, aber ich habe eine Leiter. Ich sehe sie. Wofür? Gar nichts. Du kannst ruhig weiter schlafen. Gute Idee und gib Acht, dass du mich nicht nochmal aufweckst. Och, nicht doch. Ist zu kurz, die reicht nicht. Vielleicht kann ich sie dehnen. Was ist da los? Oh, weh! Mein Nest ist vollkommen hell! Ups, hoppla. Da hast du die Bepferung. Erst weckst du mich auf und dann machst du mir mein Haus kaputt. Was denkst du der? Heute ist wohl Schuhschnabel-Ärgertag. Wo willst du hin? Irgendwohin, wo es ruhig und friedlich ist. Wir haben alles geschmückt für unser Sportfest heute. Oh, gut, Urmel, stell es doch dahin, ja? Ich esse es dann sofort auf. Aufessen? Sie können doch nicht die Dekoration aufessen. Davon kriegen Sie schlimmes Bauchweh, ne? Was? Oh, entschuldige, Urmel, ich dachte, du hättest mir mein Frühstück gebracht. Aber nein, ich bin bloß vorbeigekommen, um Ihnen zu sagen, dass... Das bin ich beim Mampfen und das bin ich, wie ich Wutz eine Haferbreimütze verpasse. Oh, Ophelia, wie knipst man diese Schnippschnappschüsse? Du meinst Fotos? Naja, zunächst brauchst du ein optisches Gerät mit Objektiv. Dazu eine Rolle lichtempfindlichen Film, der in einen lichtgeschützten Behälter kommt und dann noch... Ophelia, geht's vielleicht nicht etwas kürzer? Sind bloß noch 8 Stunden bis zum Schlafengehen. Du, nun werd ja nicht frech. Auf welchen Knopf drückt man denn da? Den Knopf hier. Und nun sag mal Käse. Käse? Was für Käse soll's denn sein? Der mit den Löchern drin? Schmierkäse? Och, doch nicht der doofe Stinkerkäse, denn der duftet immer so fürchterlich streng. Käse sollst du bloß sagen, damit du schön lächelst. Über Stinkerkäse kann ich überhaupt nicht lachen. Sag Käse und lächeln, Urmel. Käse! Oh, vor meinen Augen tanzen lauter Sternchen. Keine Sorge, die werden gleich wieder weg sein. Darf ich auch mal die Blitzkiste ausprobieren? Nein, lieber nicht, Urmel. Es ist ein mächtig teurer Fotoapparat. Och, kommen Sie bitte. Ich werde auch aufpassen. Ah, so wie bei meiner Armbanduhr. Das mit der Uhr, das war doch bloß eine Panne. Na, eine Panne reicht mir. Und jetzt lauf, ich hab zu tun. So, ich werde mal schnell die Wäsche hier wegpacken. Hopsala, Verzeihung. Ach du meine Güte, ich bitte doch nur um ein paar lumpige Pfennige für eine weitere Expedition, um das Urmel zu fangen. Für das Urmel, an das nur Sie allein glauben, Zwängelmann. Fragen Sie doch Solmeier, er hat das Urmel auch gesehen, Herr Bürgermeister. So, Direktor Solmeier, den würde ich nicht mal nach der Uhrzeit fragen, diesen vertrottelten Gipskopf. Was? Aber diese Bemerkung verbiete ich mir. Falls es Sie interessiert. Es ist jetzt... wie spät haben wir es doch gleich, wenn der große Zeiger auf 12 und der kleine auf 9 steht? So, jetzt hören Sie mal zu. Nicht einen Pfennig verplempere ich mehr, bis ich den Beweis habe, dass es das Urmel auch wirklich gibt. Fotos! Ich will Fotos sehen!
Und jetzt schnell raus! Lächeln! Hä? Sag mal Käse! Hey! Aua! Wegen dem Blödchen klemme ich jetzt im eigenen Haus fest. Wutz! Hast du Ome gesehen? Ja, leider habe ich das, Ophelia. Leider. Ich habe nur gedacht, Omel würde gern die Bahnen mit meinem neuen Markierrad markieren. Oh, Hamlet. Kuckuck, hier ist das Vögelchen. Was? Hä? Wo? SOS! SOS! Pelot rausschleudern! Pelot rausschleudern! 1, 2, 3, 4. Hier! Jetzt wirst du mich knipsen. Das ist meine Schokoladenseite. Von wegen Schokoladenseite. Sieht so aus wie dein Hinterteil. Oh, warte! Ja, mit Schlingdingstöpsel. Du bist ein Feind. Film dich. In Ordnung. Alles klar, nun bin ich fotofertig. Oh, Pfanne, und das nach all dem Theater. Wieso hast du nicht gesagt, dass der Film schon zu Ende ist? Hier ist die Kamera. Diese Kamera ist extra für Sie konstruiert worden. Der Hersteller hat mir gesagt, die ist absolut idiotensicher. Beweisen Sie nicht, dass der Mann sich geirrt hat. Nein, nein. Na, haben Sie nicht noch was vergessen, Sohlmeier? Nicht doch, nein, nicht, dass ich wüsste. Doch, haben Sie. Was denn? Ein sauberes Taschentuch? Nein, hab ich. Saubere Strümpfe, falls ich mir die Schuhe ausziehen muss? Meine Mama hat immer gesagt, man soll saubere Strümpfe anziehen, falls man... Nein, Irrtum! Mein Tarnanzug! Aber natürlich mein Tarnanzug! Ich würde noch meinen Kopf vergessen, wenn der nicht angeschraubt wäre. Ich trottel, ne? Stellen Sie sich vor, man... Dann werden Sie ihn sofort anziehen! Das zu vergessen... Mach ich ja! Schreien Sie doch nicht so rum! Aua! Schön, Ome, jetzt reicht's. Steig sofort von Professor Tibatons Markierrad. Auch gleich. Du weißt doch gar nicht, wo die Linien hin sollen. Weiß ich doch, ich hab sie ja gerade gemacht. Ome, wenn du nicht sofort damit aufhörst, dann machst du nicht bei den Rennen mit. Was? Du hast es mir doch versprochen, Wutz! Dachte ich mir's doch, dass ich dich damit kriege. Wir müssen jetzt genau über unserem Landepunkt sein. Mann, Sie haben recht, wir sind da. Ich werde eine Wende fliegen und wir treffen uns dann in der Bucht im Norden. Und Sohlmeier, bloß nicht vergessen, erst ein Foto vom Urmel schießen und dann könnt ihr es meinetwegen abschießen. Oh Mann, oh Mann! Schneller, Pigner, komm! Los, Tempo, Romeli! Du meine Güte, dieses Gehüpfe bringt mich schon beim Zusehen ganz außer Atem. Naja, weißt du, Wutz, ich finde, für sowas bist du nicht gerade in Form. Nein, ich, Augenblick mal, wollen Sie etwa damit sagen, ich sei, fett? Oh, nein, nein, ich, sieh doch, wie Sie rennen. Und auf den letzten Metern liegen Sie immer noch ganz dicht auf. Ja, Urmel und Ping, Urmel und Ping. Und Urmel geht in Führung. Oh, was für eine großartige Leistung von diesem 200 Millionen Jahre alten Helden! Flusch damit, du elender Pfindler!
Du pflegst mich bestimmt nicht und schien es der blaue Blick. Ja, komm! Finn gewinnt mit einer Kopflänge. Halt, ich verlange sofort eine beamtliche Überprüfung. Ich habe fair gewonnen. Ich hab dich geschlagen. Ha, wenn du mich geschlagen hast, bin ich ein Schlingding, du Komiker. Ein gemeinsamer Siegerpreis geht an Urmel. Ich bin also Sieger. Und Ping. Dieser Schummler. Schon das zweite Mal heute. Nicht einmal in seinem persönlichen eigenen Nest ist man mehr sicher. Bäckeng, der alte Schuhschnabel, spruch nochmal Trautesheim, Nest allein. Ja, oder so ähnlich. Ah, das nenne ich wirklich ein Luxusnest. Ah, was im Himmel? Nein! Ich glaub das einfach nicht. Hätte ich mir denken können, ein Albatros, der versteht sich einfach nicht aufs Landen. Zäh dein Fahrgestell ein, du Spatzenherrn! Ruhe bitte, Ping muss sich konzentrieren und braucht absolute Ruhe. Sieht nach einem Rekord aus! Für den schlechtesten Wurf aller Zeiten! Urmel hat mich gepftört! So, jetzt kannst du mal einen Meister sehen. Ja, ich wollte schon lange mal wieder eine neue Frisur. Nun kommt der Seetang-Ess-Wettbewerb. Auf die Plätze. Fertig. Los. Aha. Das ist Sabotage. Schmeckt nach Seetang, finde ich. Kein Hunger? Gieriger Fratsch. Bin fertig! 23,4 Sekunden. Ist wirklich erstaunlich. Das war ein Sieg für Urmel. Das ist ja zum Ekel. Oh, wenn Zwängelmann diese Schnappschüsse sieht. Die sind Dynamit. Das Urmel ist so gut wie gefangen und in meinem Zoo. Es ist soweit und nun muss ich tiefer gehen. Direkt vor mir in die nördliche Bucht, unser Treffpunkt. Hier ist Urmel, der große Meister im Stoßen von haarigen Fresskugeln. Ja, und hier ist der Pinguin. Der spuckt jetzt dem großen Meister in die Suppe. Aua, Bienenstich! Ha, Urmel hat in die falsche Richtung geworfen. Es wird disqualifiziert. Oh, die Kokosnuss pfricht. So, und nun zum letzten Wettbewerb des Tages, dem Einmal-Rund-um-die-Insel-Marathon. Wo sollen wir denn laufen? Lass mich raten. Einmal rund um die Insel? Richtig. Wer als erster von euch unsere Insel umrundet hat, hat gewonnen. Auf die Plätze. Diesmal wirst du nicht gewinnen. Ich bin schnell wie der Wind. Werden wir ja sehen. Ja, und pfummel nicht wieder. Ha, ein starkes Stück. Du bist doch hier der Schummler. Fertig? Los! Haha, ich hab dich! Mir Feind, wir werden verfolgt. Ja, ich glaube, du hast recht von dieser lahmen Transchnecke Warwach. Ich lass mir schön Zeit, Mann. In Ordnung? Quatsch, nicht Warwach. Irgendwer ist da drüben. Hast du ihn gesehen? Wo denn, Ping? Na, da drüben im Gebüsch. Bin doch nicht erst gestern ausgeschlüpft. Da ist niemand da drüben. Bestimmt. Winst, ja, so leicht lasse ich mir den Sieg von dir nicht wegschnappen, du Schummler.
in diesem Affenkostüm schmilzt man vor Hitze. Ich hole die Goldmedaille. Sterne, lauter Sterne. Ummel, was treibst du da? Ummel, Pfimmen verstößt gegen die Regeln. Das ist ein Marathon und kein 100 Meter Freistil, Pfimmen. Ach du liebe Güte. Ping, Wawa, was wird ein Schnapperdiele? Könnt ihr mir das sagen? Och, die sind nicht Wählerips. Alles, was happengroß ist. Ich bin 2 Happen groß. Hilfe! Verpfeifst du damit? Oh je, wartet! Ich bin eine bedrohte Spezialität. Ich meine, mich gibt's nur einmal. Klasse Aufnahme. Ein Schnappschuss mit Schnapptierchen. Moment. Was soll ich in meinem Zoo ausstellen, wenn es die Krokodile verspeisen? Und was wird Zwingelmann wohl sagen, wenn ich bloß mit ein paar Omelkrümeln ankomme? Bitte da! Das ist der Affe, den ich im Gebüsch gesehen habe! Stark! Bist du ein beherrschter Affe? Lass mich die Hand für die Omel gerettet haben! Bitte! Geben Sie mir Ihre Hand! Zieht doch mit! Ich ziehe! Versteh nicht, wo dieses Hohlhirn bleibt. Ich hoffe, er hat eine gute Entschuldigung. Und die gemeinsamen Goldmedaillengewinner sind heute Urmel, Ping und Baba. Bravo! 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 Ich weiß was. Wir machen ein Foto von den Siegern und ihrem tapferen neuen Freund. Ich werde mal den Fotoapparat holen. Wenn ich zu spät komme, wird mir Zwingelmann das Fell über die Ohren ziehen. Wo ist denn nur der Fotoapparat geblieben? Ach, da ist er ja. Wartet, ich komme schon. Öff, ich hab ihn. Verzeihung, ich habe... Alles in Ordnung? Ein Affe mit einer Kamera? Muss ein Tourist sein. Wieso ist denn der Affe bloß so davongepftürmt? Muss Kameraangst haben. Komm, wir gehen zu Pfupf und zeigen ihm unsere Goldmedaillen. Wer echte Vögel beneidet, der nur einmal im Jahr ein Nest bauen müssen. Was ist das nun wieder? Ein Taifun? Wach auf, Schusch! Guck mal, was wir gewonnen haben. Und Schokolade, ganz für mich allein. Hab auch Schokolade. Ja, das ist wirklich hübsch. Aber hört jetzt auf, mein Baum zettert so. Nein! Und nun, allerwertester Herr Bürgermeister, lege ich Ihnen Fotos vor, die unwiderlegbar beweisen, dass es unser prähistorisches Urmel wirklich gibt. Wie sagt man doch? Kameras? Lügen nicht. Achtung, Sie werden staunen. Und wie Sie staunen werden. Was? Ja, das stimmt. Ich staune wirklich. Ich staune über die Blödheit, mit der Sie versuchen, mich auf den Arm zu nehmen. Aber nein, nein, seien Sie bitte nicht so hastig. Solmeier muss versehentlich seinen eigenen Bauch abgelichtet haben. Aber das ist ein Schweinebauch. Was wollen Sie damit sagen? Warten Sie einen Moment, bis ich erst mal die anderen entwickelt habe. Sie haben meine Geduld lange genug strapaziert, Zwängelmann. Da muss ein Irrtum vorliegen. Solmeier, Sie dämlicher, verschusselter Obertortel, was haben Sie dazu zu sagen? Gar nichts!
Schorlmeier! Schorlmeier! Egal, wo sie auch hinlaufen, es nutzt ihnen nichts, ich finde sie! Oh, was habe ich denn bloß falsch gemacht? Ich habe gedacht, Kameras liegen nicht. Das ist so gemein. Das bin ich, da gewinne ich das Sackhüpfen. Und hier bin ich nochmal als Sieger beim Sackhüpfen. Das bin ich als Sieger beim Seetankfuttern. Und hier gewinne ich das Fresskugelstoßen. Zu komisch, dass auf allen Fotos nur du bist. Wo sind die Bilder von uns? Hä? Die müssen beim Entwickeln bestimmt vertaupft worden sein. Aber meine Schwester Ascorbina macht eigentlich nie Fehler. Ich wünsch mir, einmal möcht ich sein, was niemand ahnt. Einmal möchte ich auch der große Sieger sein. Doch ich bin nur ein sehr trauriger Sölefant. Fall niemals auf, fall immer bloß herein.